Heute bestehen etwa 21% der Erdatmosphäre aus Sauerstoff. Es hat natürlich viel Zeit in der Geschichte der Erde gekostet, bis die Konstellation so war, dass es für uns zu einem richtigen Verhältnis kam. Vor etwa 4,6 Milliarden Jahren unterschied sich die Atmosphäre unserer neu entstandenen und langsam abkühlenden Erde nicht wesentlich von der Mischung aus Methan, Schwefelwasserstoff und Kohlendioxid, die zum Beispiel von Vulkanen freigesetzt wird. Während alle Adern unseres Planeten mit diesen Stoffen durchströmt wurde, wurde er auch reichlich von verirrten Asteroidenschauern heimgesucht. Als die größeren Asteroiden einschlugen, kam es zu einer lokalen Erwärmung der abgekühlten Oberfläche. Durch diese Einschläge verdampfte auch die angesammelte Flüssigkeit und verhinderte, dass unsere Atmosphäre aus dem heißen Chaos entweichen konnte. Aber diese Asteroiden brachten auch einige Geschenke mit sich. Große Mengen an Stickstoff in Form von Ammoniak. Es war ein Schauer, der die Grundlage für die Antwort auf unsere Frage liefern sollte. Woher kam der Sauerstoff? Damit die ersten Organismen auf der Erde erscheinen konnten, musste die Energie, die die Moleküle zusammenhielt, in organische Materie umgewandelt werden. Am Anfang, vielleicht hunderte von Millionen Jahren nach Entstehung unserer Erde, hat unsere Sonne vielleicht den Mechanismus in Gang gesetzt, um aus bestimmten Chemikalien Energie zu gewinnen. Dies ist technisch gesehen die Photosynthese, allerdings nicht in einem Ausmaß, das den Sauerstoff, wie wir ihn kennen, freisetzen würde. Schätzungen zufolge soll die Photosynthese, die eine Sauerstoffquelle schaffen würde, vor mindestens 3 Milliarden Jahren entstanden sein. Diese biologische Maschine schuf eine Art Hilfsmechanismus für primitive Mikroben, der es ihnen ermöglichte, Kohlendioxid und Wasser zu den Bausteinen zu verbinden, die sie zusammen mit viel Energie benötigten. Natürlich reichten die Sauerstoffexplosionen in den Ozeanen, deren Oberfläche von Meeren bedeckt ist, noch nicht aus, um die Atmosphäre mit diesem lebenswichtigen Gas zu füllen. Einer der Gründe dafür waren die anhaltenden Asteroidenschauer. Diese Schauer könnten den Anstieg verhindert haben, da sie auch Gase mit sich brachten, die leicht mit Sauerstoff reagieren und in die Atmosphäre gelangen konnten. Es mag noch andere Gründe geben, aber vor etwa 2,4 Milliarden Jahren hat sich, dank der sogenannten großen Sauerstoffkatastrophe, der Sauerstoff endgültig durchgesetzt und unsere Atmosphäre war mit mehr Sauerstoff gefüllt als je zuvor. Für Lebewesen, die zu dieser Zeit nicht an Sauerstoff gewöhnt waren, war das jedoch keine gute Nachricht. Denn Sauerstoff ist, wie wir wissen, ein sehr reaktives Element. Heute können wir dank spezieller Enzyme leben, die verhindern, dass Sauerstoff empfindliche organische Moleküle wie unsere DNA schädigt. Daher gehen wir davon aus, dass es damals aufgrund dieser plötzlichen Sauerstoffexplosion ein sehr großes Massenaussterben gab. Die Wissenschaftler begründen dies wie folgt. Wenn wir uns die 2 Milliarden Jahre alten Isotope ansehen, die in Mineralien eingeschlossen sind, stellen wir eine Abnahme der Sauerstoffkonzentration fest, da der Kohlenstoff in den Körpern der durch Sauerstoff vergifteten Mikroben eingeschlossen ist. Vor etwa 600 Millionen Jahren erreichte die Konzentration von molekularem Sauerstoff in unserer Atmosphäre schließlich die knappen 21%. Und dieser Zeitraum fällt unmittelbar mit der Entstehung komplexer Lebensformen zusammen. Obwohl man annimmt, dass der Sauerstoff hier eine sehr wichtige Rolle spielt, spielten auch die Nährstoffe, die durch das Schmelzen der Gletscher freigesetzt wurden, eine große Rolle. Denn in den vorangegangenen Perioden hatte die Erde eine noch nie dagewesene Periode erlebt. Etwa 50 Millionen Jahre lang war die ganze Erde mit Eis bedeckt, einschließlich riesiger Gebirgszüge. Später, als die Schmelze einsetzte, wurden die Nährstoffe in diesen Bergen in die Ozeane transportiert. Aber das werden wir vielleicht in einem anderen Video besprechen. Zurück zum Sauerstoff. Heute ist Sauerstoff ein entscheidendes Element für die Freisetzung eines großen Teils der Energie aus Kohlenwasserstoffen. Die Nachrichten für mehrzellige Organismen sind also nach wie vor sehr gut. Und solange unsere Erde scheint, die Pflanzen leben und die Photosynthese weiterläuft, sieht es so aus, als ob das noch lange so bleiben wird. Natürlich muss man sich darüber im Klaren sein, dass dies nicht für immer gilt. In den nächsten Milliarden Jahren werden die Sonnenstrahlen stark genug sein, um Kohlendioxid zu zersetzen. Ohne dieses Gas wird die Photosynthese zum Erliegen kommen und der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre wird auf das Niveau der frühen Erde zurückfallen. Bevor wir das erleben, werden wir uns bereits von diesem Planeten verabschiedet haben. Und wie immer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.